Hallo Leute, heute habe ich wieder ein Neuheiten bei DM Video für euch. Ich weiß, dass das eigentlich immer ganz gut ankommt und viele Leute interessiert. Und deswegen zeige ich euch heute zwei Limited Editions, einmal von P2 und einmal von Trend It Up. Die kriegt ihr gerade aktuell beide im DM und natürlich noch ein paar andere Sachen, die jetzt neu bei DM einziehen durften. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal direkt los. Und wundert euch nicht, dass meine Hand gerade so dreckig ist. Am nächsten Sonntag kommt ein sehr lustiges Video mit meinem Bruder online, wo wir eine Challenge gemacht haben und irgendwie habe ich mir die Hand dabei versaut. Also nächsten Sonntag einschalten, dann wisst ihr warum. Fangen wir mal an mit der Limited Edition von P2. Da habe ich echt viele Sachen, die habe ich netterweise von DM zugeschickt bekommen. Ist aber alles meine Meinung. Ich muss auch kein Video drüber machen, also alles gut. Weitere Infos, zum Beispiel bis wann es sie noch gibt und die ganzen Preise, findet ihr wie immer hier unten in der Infobox. Ich fange direkt mal mit zwei Produkten an, die ich eigentlich echt schön finde, aber die so vielleicht nicht ganz durchdacht wurden. Und zwar sind das zwei Nagellacke. Einmal die Farbe 020 Dark Desire und die glitzert voll schön in so bunten, grünen, lila Farben. Und 010 Cryptic Aura finde ich auch mega, mega schön. Fast noch schöner als den anderen. Aber was hat P2 sich bitte bei diesen Deckeln gedacht? Man kriegt es so schwer auf, also man kann es so nicht richtig greifen, man kann es so nicht richtig greifen. Klar, ich habe es jetzt schon mal aufgemacht, aber als ich die das erste Mal aufmachen wollte, ich habe es einfach nicht hingekriegt. Also liebes P2-Team, bitte nächstes Mal andere Deckel, weil die kann man einfach überhaupt nicht greifen. Aber sonst, das Produkt finde ich auf jeden Fall sehr schön. Als nächstes habe ich drei Cream Eyeshadows. Das ist einmal so ein etwas goldener Ton, dann einmal so ein Petrolton und noch ein, ja, so lila, bäriger Ton. Die finde ich auf jeden Fall sehr schön. Ich habe bis jetzt noch nicht wirklich viele Cream Eyeshadows ausprobiert, probiere die aber gerne mal aus und wenn ihr möchtet, gebe ich euch da auch gerne nochmal eine Review drüber. Als nächstes habe ich hier zwei Lippenstifte. Ich muss sagen, ich finde die Verpackung wirklich wunderschön mit diesem gezackten hier unten. Das gefällt mir super gut und auch die Farben, muss ich sagen, gefallen mir sehr. Die sind zwar sehr dunkel, aber finde ich auf jeden Fall sehr cool. Diese dunkle Farbe ist die Farbe 020 Poisoned Grape und dieses hier ist 030 Blood Red. Und die finde ich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schön. Ich mag so dunkelrote Lippenstifte einfach. Als nächstes habe ich noch einen Eyeliner. Das ist jetzt, glaube ich, nichts so Besonderes. Ist auch ganz normal schwarz. Hat so ein Pinselchen vorne dran. Also ist jetzt nichts Special-mäßiges, außer wieder diese schöne Verpackung, die ich wirklich ganz toll finde. Und natürlich auch noch eine Mascara. Ist jetzt auch nichts Besonderes, was man jetzt unbedingt aus einer Limited Edition kaufen muss. Aber die Verpackung auch wieder sehr schön. Hat, was mich sehr freut, ein Gummibürstchen. Ich liebe Gummibürstchen. Und ja, ich glaube, zu einer Mascara ist einfach nicht so viel zu sagen. Dann habe ich noch diese zwei Sachen hier. Das hier kennt bestimmt jeder von euch. Das ist so ein Stift, wenn man dann zum Beispiel mal den Eyeliner nicht richtig hinkriegt, wie man ihn haben möchte. Dann geht man hier einfach mit der Spitze so drüber und kann das so etwas retuschieren. Das ist quasi so ein Make-up-Entferner-Stift. Das finde ich auf jeden Fall cool. Kann man zwischendurch echt mal gebrauchen. Und dann gibt es hier noch einen Eyeshadow-Topper. Das finde ich wiederum sehr interessant. Und zwar ist das so Silber. Und das kann man dann auf den Eyeshadow oben drauf machen und dann schimmert der nochmal in so silbrig glitzernder Farbe. Das gefällt mir auf jeden Fall ganz gut. Das ist mal was Besonderes für eine Limited Edition. Und das ist neben den Lippenstiften bis jetzt so auf den ersten Blick mein Highlight. Hier habe ich auch noch zwei Sachen. Das ist einmal ein sehr schönes Blush. Das sagt mir total zu. Mal abgesehen davon, dass es wieder richtig, richtig schön aussieht, hat es auch eine richtig, richtig schöne Farbe. Und ich habe hier die Farbe 020 Delicate Rosé. Und dann gibt es auch noch so Nagelsticker. Ich habe meinen Blog auch schon über diese Limited Edition berichtet. Verlinke ich euch gerne hier unten in der Infobox. Und die Nagelsticker haben mir auf jeden Fall schon sehr gut gefallen. Und die möchte ich unbedingt drauf machen, wenn meine Nägel wieder ein bisschen schöner aussehen. Dann kommen wir zur nächsten Limited Edition. Die ist jetzt von Trend It Up. Die kriegt ihr auch aktuell im DM. Und ich beginne mit zwei Lidschatten. Ich muss sagen, die ganze Limited Edition ist so ein bisschen weihnachtlich gehalten, habe ich so das Gefühl. So ein bisschen Glitzer, Glamour und alles, was man jetzt so brauchen kann für Weihnachten und Silvester. Und da habe ich einmal einen braun glitzerigen Lidschatten. Das ist die Farbe 020.
einen blau-glitzrigen Lidschatten. Das ist die Farbe 040. Finde ich auf jeden Fall beides schön. Wahrscheinlich werde ich das braune öfter benutzen als das blaue. Aber kann man mal zu Hause haben, ne? Dann habe ich hier auch nochmal so einen Corrector-Stift, wie auch bei P2. Da muss ich sagen, klar kann man brauchen. Hier sind auch bei beiden Ersatzminen drin. Aber gleichzeitig in der Limited Edition hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Wobei da natürlich zwischen den Marken keine Absprachen getroffen werden, nehme ich mal an. Finde ich okay, aber ich würde es mir halt jetzt nicht von beiden Marken kaufen, sondern mich für eines von beiden entscheiden. Deswegen selber Konkurrenz gemacht, würde ich mal sagen. Aber das wussten die Marken ja wahrscheinlich nicht. Von dem her, ich kann es brauchen. Ich kann nämlich keinen Eyeliner ziehen und von dem her werde ich sehr viele Spitzen davon brauchen werden. Aber ja, wie gesagt, ne? Dann gibt es bei Trend It Up noch zwei sehr coole Lipglosse und die sind auch beide mit so Schimmer. Ich hoffe, man erkennt das in der Kamera richtig. Und zwar ist das einmal die Farbe 020 und einmal die Farbe 040. Und die schimmern wirklich sehr schön. Kann ich mir auch gut für Weihnachten oder Silvester wiederum vorstellen. Und ich glaube, dieser pinkbärige gefällt mir fast noch einen Touch besser. Dann gibt es noch einen Nagellack. Ich liebe, liebe, liebe Glitzernagellacke. Und den finde ich total cool. Und zwar ist das so ein Gold mit Silber und Blau-Glitzer drin. Der gefällt mir super gut. Das ist die Farbe 010. Den werde ich mir auch demnächst wieder drauf machen, wenn ich meine Nägel wieder ein bisschen schöner hingekriegt habe. Und zu allerletzt gab es in der Limited Editions noch diese zwei Schätze hier. Ich dachte zuerst so, boah, cool, ein Glitzer-Eyeliner. Aber falsch gedacht. Denn das sind Lash-Top-Coats. Das heißt, man macht das quasi auf die Mascara obendrauf und ich glaube, das ist cool. Also sowas gibt es halt in der normalen Theke nicht. Habe ich auch so jetzt, glaube ich, noch nicht gesehen. Muss ich unbedingt mal ausprobieren. Das eine ist so ein Goldglitzer und das andere ist ein Blauglitzer. Kann ich mir jetzt zum Beispiel für Silvester oder auch für Karneval gut vorstellen. Ich weiß jetzt nicht, ob das so alltagstauglich ist, aber kann man ja mal probieren. Und das waren auch schon die Limited Editions und jetzt habe ich noch zwei Produkte, die meisten schon wahrscheinlich von euch entdeckt haben. Denn Bibi hat jetzt nicht nur die Bilou-Schäume, diese Duschschäume, sondern sie hat jetzt auch eine Dusch-Body-Lotion, so einen Pflegecremeschaum. Und die zwei sind jetzt erstmal rausgekommen. Ich habe natürlich gleich beide gekauft, weil ich habe von den beiden auch die Duschschäume gehabt und die haben beide mega gut gerochen. Ich mag Fizzy Berry noch ein kleines bisschen mehr als Tasty Donut. Wenn ihr die beiden mal ausprobiert habt, dann schreibt mir mal in die Kommentare, welches ihr besser findet und auch welche der Produkte ihr jetzt cool fandet, wo ich vielleicht mal eine Review zugeben soll. Und alle Preise findet ihr dann wie immer nochmal in der Infobox. Und dann würde ich sagen, lasst mir einen Kommentar da, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert mich, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und bis zum nächsten Sonntag in meinem nächsten Video. Tschüss!